Raimundus Lullus wurde 1232 geboren und war in seiner Zeit ein origineller Außenseiter. Auf eigenartige Weise verband er Neuplatonismus mit Mystik und eigenständigen Untersuchungen zur Logik und Kombinatorik. Lullus betrachtete Glauben und Wissen als eines, da sie beide aus der Weisheit Gottes fließen. Mit rein logischen Mitteln wollte Lullus die Ungläubigen von der Wahrheit des christlichen Glaubens überzeugen. Dafür entwickelte er ein Modell mit drehbaren Scheiben, auf denen er verschiedene Begriffe so anordnet, dass sie durch ständig neue Kombinationen immer andere Sätze und Fragen bilden. In der teleologischen Kreisfigur treten die Begriffe als sogenannte Grundwürden Gottes mit sich selbst in Beziehung, indem sie als Subjekt oder Prädikat auftreten. Daraus ergeben sich Sätze wie die Güte ist groß oder die Größe ist gut. Die zweite Kreisfigur verwendet die Buchstaben B bis K, die nicht für die Grundwürden, sondern auch wahlweise für andere Begriffe stehen, die in der Tabelle angegeben sind. 9 Relationen, 9 Fragen, 9 Subjekte, 9 Tugenden und ebenso 9 Laster. Der innere Kreis dieser Figur gibt in Dreiecksform Relationen wie größer, kleiner oder gleich an. Die dritte Kreisfigur in der Mitte besteht aus 3 Buchstabenringen, sodass jeweils 3 Buchstaben miteinander kombiniert werden. Dadurch, dass man nun die Freiheit hat, für einen Buchstaben jeweils eine Grundwürde, ein Fragewort, eine Relation oder eine Tugend zu wählen, wächst die Zahl der Kombinationen nahezu ins Unermessliche. Dabei wird deutlich, dass es sich bei Lullus Konstrukt nicht um Logik im Sinne des schließenden Fortschreitens handelt, sondern um eine formalisierte, systematische Aufbereitung des Denkmaterials. Lullus will die Begriffe und Prinzipien darlegen, die die Grundlagen aller Wissenschaften sind. Weiter behauptet er, die Frage nach der Ewigkeit der Welt ließe sich aus seiner Scheibenkunst beantworten. Da alle Grundwürden der ersten theologischen Figur gegenseitig von sich ausgesagt werden könnten, das heißt, alle Güte ist groß, alle Ewigkeit ist gut und so weiter, hieße das, dass eine Welt, die ewig ist, auch gut sein muss. Da dies aber offensichtlich nicht der Fall sei, könne die Welt auch nicht ewig sein. Das Beispiel dieses Beweises zeigt deutlich, dass Lewis auf die Erfahrung, die Empirie angewiesen bleibt. Denn dass die Welt nicht gut ist, nimmt er aus der Erfahrung, nicht aus seiner Scheibenkunst. Übrigens waren seine Scheiben eine Anregung für die Rechenmaschine von Leibniz. Athanasius Kircher hat im 17. Jahrhundert das Schema der Neunergruppen von Lullus übernommen. Er veränderte die Besetzung bzw. deren Reihenfolge und führte sogenannte Hieroglyphen ein. Während Lullus Scheiben die Vielfalt der Kombinationen als zeitlichen Prozess des Drehens der Scheiben darstellen, zeigen uns die Liniengeflechte Kirchers die kombinatorischen Möglichkeiten zwischen 2 Neunergruppen auf einen Blick. Unser Modell ermöglicht es durch die räumliche Darstellung sogar, die Vielfalt der Kombinationen zwischen 5 Gruppen zu zeigen. Allein für die Möglichkeit, dass pro Frage je ein Begriff jeder Neunergruppe benutzt wird, ergeben sich 59.049 Möglichkeiten.